Rindfleisch, Curry, die asiatische Küche hier, die Thai-Küche, ist normalerweise eine schnelle Küche, doch gibt es auch Zubereitungsarten, die erst richtig perfekt werden, wenn Zeit vorhanden ist. Curry wird auf zwei Arten angeboten, als Pulver und als Paste. Curry ist kein einzelnes Gewürz, sondern immer eine Gewürzmischung. Ich persönlich ziehe die Thai-Curries den indischen vor aufgrund der Frische durch Limettenblätter, Ingwer und Koriander. Paragraph 154, ob Paste oder Pulver, durch Rösten von Curry werden die Schärfe und das Aroma. Paragraph 154 des Gerichts erhöht. Es als Pfeffer aus der Mühle, 6 OG frischer Ingwer, 3 Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 2 Stangen, Zitronengras je nach Belieben, und Schärfe 2 bis 4 grüne Chilischoten i Kilogramm Rindfleisch aus der Oberschale, 2 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 1 bis 2 Esslöffel grüne Currypaste, Klammer auf vorzugsweise Bioqualität, Klammer zu, 5 OG Kokospulver, 6 Limettenblätter, 50 Ml Kokosmilch, 25 Ml Rinderbrühe, 200 Gramm Zuckerschoten, 2 OG Schildheckpilze, 2 Esslöffel thailändische Fischsoße, eventuell die Prise Zucker und etwas Limettensaft, eventuell frischer Koriander, außerdem 50 OG Basmati-Reis, Salz 1,5 Teelöffel, Kurkuma, Ingwer, Schalotten und Knoblauch schälen, Zitronengras waschen, Chilischoten waschen, Stielkerne und innere Scheidewände entfernen, alles feinwürfeln bzw. hacken, Rindfleisch waschen, trockentupfen und in etwa 4 cm große Würfel schneiden. Pflanzenöl in einem Bräter erhitzen und darin das Fleisch portionsweise von allen Seiten scharf anbraten, dann mit Salz und Pfeffer würzen und mit einer Schaumkelle aus dem Bräter heben. Die vorbereiteten Kräuter und Gewürze in den Bräter geben und etwa 4 Minuten bei mittlerer Temperatur rösten und Farbe annehmen lassen. Dann die Currypaste zufügen und die weitere Minute anrösten. Fleisch zurück in den Topf geben, das Kokospulver mit heißem Wasser verrühren und ebenfalls dazu geben. Köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist. Limettenblätter gründlich waschen und zufügen. Kokosmilch und Rinderbrühe angießen, alles gut verrühren und mit Deckel im auf 8 Grad C vorgeheizten Backofen 2 Stunden garen. 5 Zuckerschoten putzen und waschen, den Stiel der Schildheckpilze entfernen. Das Curry aus dem Ofen nehmen, die Fischsoße darunter rühren und das Gericht mit Salz, Pfeffer, eventuell eine Prise Zucker und etwas Limettensaft abschmecken. Schildheckpilze und Zuckerschoten zufügen und das Ganze auf dem Herd 5 Minuten leise köcheln lassen. Das Curry nach Belieben mit frisch gehacktem Korianderkraut und gerösteten Knoblauchscheiben servieren. 5 Dazu passt Basmati-Reis, den Reis nach Packungsangabe zubereiten und dabei für eine schöne, gelbe Farbe den Kurkuma zufügen.